Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und erstmal Hallo an alle Neuen in unserer Telegram-Gruppe. Gestern sind ja ordentlich welche dazugekommen, ungefähr 30, 40 Stück. Also wie gesagt, erstmal herzlich willkommen, kommt gut in der Gruppe ein, lest euch alles mal in den Dateien durch, die angehefteten Sachen, ganz wichtig, da sind viele Infos für alle Neuen drin. Und dann könnt ihr auch noch gerne in den Discord-Channel kommen, da sind schon ein Haufen Analysen, Lernmaterial etc., so dass ihr gewappnet seid oder für alle, die das Trading jetzt lernen wollen von den Neuen oder sich näher damit befassen wollen, kommt gerne in den Discord-Channel. Ich werde es später auch nochmal in die Gruppe reinposten. Der Markus wird euch auf jeden Fall freischalten, dann könnt ihr euch da erstmal austoben und ein bisschen durchschauen, ob euch da schon mal was weiterhilft. Und es wird auf jeden Fall noch eine Menge geplant. Also wir sind immer noch ziemlich am Anfang. Es wird auf jeden Fall noch einiges kommen mit Livestreams etc. Was weiß ich, es ist auf jeden Fall noch eine Menge geplant. Könnt euch auf jeden Fall darauf freuen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal in den Charts heute rein. Wir hatten heute Nacht nochmal einen kleinen Abverkauf. Unsere Demandzone hat genau gehalten, hier bei ungefähr 40.700. Ein paar Leute sind ja anscheinend long gegangen, beziehungsweise haben ein bisschen hochcompounded, das heißt, ihre Position ein bisschen vergrößert. Ich habe minimal die Position da unten vergrößert. Ich hatte eine kleine Order da drin. Wie gesagt, meine Orders sind hier immer noch unten in dem Bereich des Golden Pockets. Müssen wir jetzt mal weiter im Auge behalten, ob sich das jetzt weiter ausspielt oder nicht. Viele rechnen ja damit. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wie sich das weiter ausbildet. Momentan kämpfen wir hier mit den 4 Stunden EMA Ribbons. Ich mache es mal ein bisschen größer, dann sieht man es besser. Wir sind jetzt genau hier an den 4 Stunden EMA Ribbon bei 42.400 US-Dollar. Haben jetzt auch noch zusätzlich, das kann ich euch auch mal einzeichnen, eine minimale Bullish Divergence im 4-Stunden-Chart gebildet. Na, wo haben wir es denn? So. Können wir auch hier unten sehen, höheres Hoch im RSI, tieferes Hoch im Chart, beziehungsweise tieferes Tief im Chart. So, damit haben wir eine Bullish Divergence. Die könnte uns jetzt erstmal ein bisschen Auftrieb geben. Ich habe immer noch unseren 4-Stunden-RSI-Widerstand hier eingezeichnet. Beim letzten Mal sind wir drüber gekommen, haben ihn nicht als Support bestätigt, sind wieder rapide runtergefallen. Momentan versuchen wir jetzt wieder hier ein Breakout raus. Müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Momentan sieht es relativ gut aus, was jetzt wichtig ist. So, wir haben jetzt hier diese 4 Stunden Supply, die geht bis ungefähr 42.600 US-Dollar. Da müssen wir auf jeden Fall drüber. Dann haben wir das Ende der 4 Stunden EMA Ribbons hier ungefähr bei 43.300. Wir haben hier eine dicke 4 Stunden, eine 12 Stunden Supply-Zone. Was mir jetzt persönlich erstmal wichtig ist, wir müssen hier auf jeden Fall drüber kommen. Wir haben hier unser riesiges Falling Wedge, was ich immer noch eingezeichnet habe, hier in grün. Da müssen wir auf jeden Fall drüber kommen, um bullish zu werden. Sonst könnten wir immer noch sehen, dass wir heute vielleicht mal im Laufe des Tages vielleicht unser Falling Wedge mal antesten bei ungefähr 44.000 und dann nochmal einen Abverkauf sehen. Werden wir jetzt mal beobachten auf jeden Fall. Momentan sieht es eigentlich relativ normal aus. Was mir nicht gefällt, ist weiterhin dieses absinkende Volumen. Also wir haben hier seit Wochen über Tagen kein steigendes Volumen mehr. Immer nur bei diesen Abverkäufen größeres Volumen und dann pendelt sich das immer relativ ein. Also es ist noch wirklich kein Breakout momentan. Wir können auch mal hier in den 1-Stunden-Chart gehen. Sehen wir auch, wir kämpfen hier auch gerade mit den 1-Stunden-EMA-Ribbons. Hier liegt noch der 200-SMA und der 200-EMA. Das sind auf jeden Fall noch zwei Zonen. Ich würde für alle, die jetzt long sind, vielleicht bei 43.100 rum, kurz vor der 12-Stunden-Supply, mal ganz leicht Profit nehmen. Ein paar Prozent einfach, dass ihr safe seid. Und dann müssen wir erstmal weiter beobachten, wie das weitergeht. Momentan sieht echt relativ alles noch normal aus. Also momentan sieht es nicht nach einem weiteren Dump aus. Den hatten wir ja erst heute Nacht gehabt, wieder ein bisschen. Also es tut sich einfach nichts. Wir haben weiterhin hier diese Seitwärtsphase. Wir traden momentan in einer Range zwischen 45.000 und ungefähr 40.000 US-Dollar. Da tut sich nichts. Wobei die Range eher in Richtung 40.700, 40.600 geht. Also wirklich kein Breakout. Es kann auch sein, dass wir hier einfach immer weiter hoch, runter die ganze Zeit gehen. Es ist momentan kein klares Zeichen, wo ich jetzt sage, ey Leute, geht jetzt all in long, beziehungsweise würde ich sowieso nie sagen. Aber gut, so, dann gehen wir mal gleich zu den Altcoins rein, weil es bei Bitcoin tut sich, wie gesagt, relativ wenig. Ich halte euch in der Telegram-Gruppe auf dem Laufenden, soweit wie es geht. Schauen wir uns Elrond an. Elrond auch 4-Stunden-Chart, wir sind aus unserem Symmetrical Triangle raus, hatten einen kleinen Bounce, beziehungsweise einen guten Bounce am Monthly R1. Was wichtig war, ich bin ja hier auch long gegangen, beziehungsweise wahrscheinlich auch viele andere. Jetzt haben wir zusätzlich noch eine 4 Stunden Bullish Divergence, wie wir es hier sehen. Könnte sich ganz gut ausspielen. Müssen wir jetzt mal weiter beobachten. Wichtig hier den R2 im Blick behalten. Da sind wir teilweise rübergekommen, hatten aber keine 4 Stunden Bestätigung. Also 4 Stunden Bestätigung will ich auf jeden Fall dort sehen, wenn nicht sogar ein Daily Close darüber. Aber momentan relativ wieder gut, weil wir wieder in unser Symmetrical Triangle sind. Wir könnten das jetzt natürlich auch anders einzeichnen, wenn wir den Brick hier mitnehmen. Sind wir genau hier
gebounced. Also momentan sieht es auch alles noch gut aus bei Elrond. Also meine Long läuft auch weiterhin. Weiterhin ist der Stop-Loss hier unten bei ungefähr 170 US-Dollar. Wenn wir ausbrechen, werde ich die Position nochmal vergrößern, beziehungsweise beim Retest dann. Aber dafür ist es, wie gesagt, noch zu früh. Hier wäre auf jeden Fall nochmal eine gute Möglichkeit gewesen. Ich lasse jetzt auch das Triangle mal, weil, wie gesagt, mir sind die Wicks immer sehr wichtig, dass man auch sieht, wo die Leute kaufen, beziehungsweise wo die Zonen sind. So, dann schauen wir uns doch noch Ethereum an. Ethereum, gleiches Bild wie die ganzen Tage. Es passiert einfach nichts. Wichtig, was wir hier noch haben. Ah, jetzt hat es geladen. Auch gut. So. Wir haben hier noch eine Downtrend-Linie, haben hier unten an dieser roten Linie Support gefunden, könnte auch jetzt eine Art von auch Symmetrical Triangle sein. Wir kämpfen hier auch immer noch mit dem 0236er Fibonacci Retracement, tut sich einfach nichts. Wichtig auch hier, persönlich wichtig, wir gehen hier über diesen Monthly Pivot, bestätigt mit einer 4-Stunden-Candle, testen vielleicht auch nochmal hier diesen Downtrend-Kanal und dann wirklich nach oben. Aber auch hier, wir sehen abfallendes Volumen. Im RSI können wir immer noch einzeichnen, haben wir auch immer noch diesen 4-Stunden-Widerstand, da tut sich einfach nichts. Das wäre mir auch persönlich wichtig, dass wir hier auf jeden Fall mal drüber kommen. Vielleicht den nochmal bestätigen und dann Abfahrt nach oben. Gibt momentan wirklich wenig zu sagen. Schauen wir uns noch Cardano an. Cardano relativ normal, sage ich mal. Wir sind immer noch hier in unserem Bereich. Warum lädt das heute so lang? Scheiß Internet wieder. könnten wir möglich einen doppelten Boden wieder hier gebildet haben? Sieht man eigentlich ganz gut. Wir sind wieder am Rand unseres Supports hier gekommen. Müssen wir jetzt mal schauen. Wie gesagt, die Widerstandszonen sind weiterhin gleich. Ich will hier einen Close drüber sehen. Vielleicht hier nochmal den 200 SMA rejected und dann Richtung Widerstand gehen, den als Support bestätigen, dann Abfahrt. Auch hier, wie gesagt, habe ich ja nochmal ein bisschen nachgekauft. Position habe ich leider verpasst, weil ich meine Orders hier ein bisschen weiter unten gehabt hätte. Aber auch wie gesagt, Altcoins sind momentan echt tricky zu traden. Da würde ich wirklich aufpassen. Auch mit irgendwelchen Signalen etc. Solange der Markt ziemlich unentschlossen ist, was er auch im Moment ist, bei Bitcoin tut sich wenig, in den Altcoins tut sich wenig. Ich vermute einfach, wenn Bitcoin ausbrechen sollte nach oben oder unten, dann werden wir erst wieder richtig Bewegung im Markt sehen. So, dann zum Schluss noch Solana. Komm, lad nach. Ich weiß nicht, warum das heute so lange dauert. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Gut, Solana momentan bei 139 US-Dollar. Wir hatten ja hier diesen Downtrend-Kanal. Wo haben wir den denn? Ich verstehe das heute nicht. Sorry, Leute, ich weiß nicht, was das heute ist mit dem Internet. Wir hatten hier wieder Support gefunden an unserer roten Linie. Sind minimal drunter gerippt. Aber es kann auch sein, ich habe so ein bisschen falsch eingezeichnet. Ja. Wir sind ganz minimal runtergewickt, sind jetzt wieder hier ziemlich am Ende. Also wir kommen jetzt hier wieder in Richtung des 0,5er Fibonacci Retracements, kommen an unseren Downtrend-Kanal an den Widerstand. Könnte auf jeden Fall heute noch interessant werden, ob wir hier möglicherweise ein Breakout sehen. Dann will ich es aber wirklich sehen, möglicherweise an den R1, 0,5er Fibonacci Retracement Level bestätigen. Damit würden wir auch den Downtrend ausbrechen und dann wirklich hier in Richtung Golden Pocket bei ungefähr 163 US-Dollar. Wäre ich auf jeden Fall noch vorsichtig mit irgendwelchen Trades, weil auch hier wir sehen deutlich abfallendes Volumen. RSI ist normal. Seid einfach vorsichtig, rennt jetzt nicht überhastet in irgendwelche Trades rein, weil dafür ist es wirklich noch ein bisschen zu früh, finde ich. So, dann war es das jetzt erstmal mit Charts zu den News auf jeden Fall neu. Europa wird zur größten Kryptowirtschaft der Welt. Hat der Jonas einen coolen Artikel drüber geschrieben, wenn euch das Thema interessiert. Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Ich werde es euch auch später noch in die Gruppe reinposten. Und was ich gestern ganz vergessen habe, glaube ich, ich habe noch eine Filecoin und Dogecoin Chartanalyse gemacht. Werde ich euch auch noch in die Gruppe dann mit reinposten. Einmal in den Talk-Channel, einmal in die Chartanalyse-Gruppe. Wenn ihr das eher sehen wollt, geht auf jeden Fall bei CryptoGuru vorbei. Die ersten zwei Artikel, dann könnt ihr euch mal durchlesen, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt für heute wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, angenehmen Tag. Und dann hören wir uns morgen wieder und kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Würden uns freuen, wir wachsen täglich. Und ich glaube, die Gruppe hat echt einen guten Ruf mittlerweile in der Krypto-Community. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder und stay crypto.